Hallo und herzlich willkommen zurück und schon kommt der erste Stress. Wir haben schön Ifrit in der Stadt. Ich denke mal, den werden wir doch einfach mal anhalten oder probieren anzuhalten. Meine Wenigkeit. Dann haben wir Ed Stark und Dr. Mare dabei im Fahrzeug vor mir. Davor ist der Ifrit. Wir werden mit normalen SUVs keine Chance gegen den Ifrit haben, aber wir starten einfach mal eine Verfolgungsjagd hier. Eieiei, mein Gamepad, das... Ich werde hier einfach unten warten. Ich bin nämlich nicht den Berg hochgekommen. Schreib mal ihm mal eine Nachricht, stehen bleiben. Ich schreibe eine Nachricht. Okay. Wer fährt? Ich fahre. Keine Ahnung, wer fährt. Mr. Red Dog. Ifrit fährt... Mist, okay. Mein Fahrzeug ist kaputt, ich werde es mal eben reparieren. Hab's nämlich nicht geschafft, den Berg hochzukommen. Unglaublich, warum auch immer. Völlig zerstört die Karre. Muss mir Autofahren lernen. Ja, aber mit dem Bergfahren ist das nicht so einfach. Ich werde hier mal langsam wieder runterkrauchen. Wo seid ihr denn jetzt lang gefahren? Wir kommen zurück über die Hauptstraße. Dann kommt ihr mir am gleich Bootshop. Entgegen. Ja. Dann werde ich mich jetzt hier einfach querstellen. So, da kommt der Ifrit entgegen. Ich werde einfach mal einen Rückwärtsgang einlegen hier. Ich hab den jetzt geschrieben, bleiben Sie sofort stehen. Und an mir vorbei, der Ifrit. Holt ihn euch, Jungs. Ah. Du hast das Fahrzeug zerstört. Dann hol ich ihn mir jetzt. Wo auch immer. Ja, der ist rechts. Wir sind mal rechts. Dann fahren wir jetzt mal eben rechts. Ich sehe ihn, er ist auf dem Berg. Er fährt wieder runter zum Bootshop. Fährt die Hauptstraße hoch zum Verarbeiter. Okay, mal gucken, ob ich da irgendwo hinkomme. Muss von der anderen Seite kommen und dann am besten eine Straßensperre ausstellen. Ja, so schnell denke ich, werde ich nicht da hinkommen. Ist er jetzt beim Verarbeiter? Ja, wir sind gerade beim Verarbeiter. Das heißt, wenn da gleich an der Straße da absperrst, dann müssten wir sie kriegen. Na, ist jetzt sind sie aus Feld gefahren. Sehr schade. Dann werde ich mal ich will kotzen. Ja, mein Gott, wir werden mit dem SUV sowieso nicht viel ausrichten können hier. Ja? Aber ein bisschen just for fun. Sie kommen wieder. Überschlagen sich fast. Okay, ich sehe sie auch. So, nehmen wir nochmal die Verfolgung hier auf. Also wollen sie jetzt Gewalt anwenden? Ja. Scheiß SUV. Problem ist, wir können da echt nichts ausrichten, ne? Nicht viel, nein, aber nicht aufgeben. Schreib ihm mal, anhalten, sonst setzen wir Gewalt ein. Ja, ich werde das... Kannst ruhig links nehmen, ja komm, ich werde probieren mich. Die Wheel ist schon wieder kaputt, das gibt's doch nicht. Jedes Mal. Okay, sie hängt fest. Okay, sie sind gerade stehen geblieben und schießen auf uns. Bin ich zurück.
Was war das denn jetzt? Was machst du denn da? Hast du irgendwas gesehen? Ja, sie stehen hinter der Garage und schießen auf uns. Unsichtbarer Stein, wo du drüber gefahren bist. Ja. Das gibt's doch nicht. Komm. Weißt du, wo sie sich circa befinden? Ja, sie sind bei... Oh, ich bin runtergefallen und tot. Was? Ach, mein Auto ist auch abgeschlossen, so ein Shit. Wo sind die? Da, wo mein Fahrzeug steht, genau dahinter ist eine Garage und dahinter steht der Ifrit versteckt mit denen. Sicher? Ganz sicher. Weil sie von da auf mich geschossen haben. Da, wo mein Fahrzeug steht, vor einem Haus. Warte mal, ich spotte mal von der anderen Seite. Ja, da wurde gerade geschossen. Ja, da sind die. Wir bräuchten mal ADAC irgendwie, ne? Ja, also sitzen sie genau hinter der Garage, ne? Genau. Genau da sitzen sie. So, lass dich nicht erwischen, warte. Oh, die zielen auf mich. Lass dich nicht erwischen. Alter, von wo? Alter, von wo haben die geschossen? Das ist aber gut, das bleibt auf jeden Fall mal da am Leben oder sowas, weil dann kann ich einem von euch noch die Schlüssel geben. Dann können wir mit 3 Fahrzeugen zurückfahren. Ich bin tot. Ja, das sehe ich gerade. Soll ich dich mitnehmen? Ach nee, wir dürfen ja nicht betreten, ne? Nein. Ich sehe den Ifrit. Die probieren jetzt bestimmt unsere Fahrzeuge zu knacken. Sind ein SUV sollen behalten. Wie sind wir gestorben? Sind das 1,5 Kilometer in Kavala? Keine Ahnung. Denk mal ungefähr. Viel mal Daumen, passt. Passt. Du musst dich nur nochmal umziehen. Wir können sowieso erstmal nicht viel ausrichten. Ja. Sonst versuch da wegzukommen, Martin. Okay. So, Freunde, ich denke, wir werden jetzt hier mal eben schnell die Aufnahme beenden, weil wir uns erstmal auch eine Viertelstunde nicht bewegen dürfen hier vom Platz weg. Wir melden uns einfach später zurück, wenn es dann wieder soweit ist. Bis dann. So, ciao. Freunde, willkommen zurück zur Amüsiertablette. Immer noch mit Ed Stark unterwegs und Dr. Mare. Wir haben mittlerweile hier anscheinend eine Geiselnahme, die jetzt hier stattfinden soll. Ich kann leider mit meinem Taser nicht sehr viel ausrichten, habe mich im Haus verschanzt, sehe die beiden. Ich nenne sie einfach Terroristen, diese Schweine. Ich möchte, dass sie bitte einmal das Polizeifahrzeug reparieren. Tut mir leid, das darf ich nicht. Wir werden uns jetzt hier mal kurz verschanzen. Scheiße! Was nun? Hat er dich erwischt oder was? Er hat mein andere Kopf nicht zugemacht, so eine Scheiße! Ah, hab ich gekotzt. Ich könnte echt kotzen. Moin moin. Scheint eine angehende Geiselnahme zu werden. Sag mal, hattest du vorhin 2 Polizeifahrzeuge geknackt und abgeschleppt? Nee. Okay, alles klar. Weil irgendwie ist meiner flöten gegangen. Ich hab gerade meine knacken müssen, weil ich aus dem Spiel geflogen bin. Ah, okay, alles klar. Nee, weil auf jeden Fall stand der Opa Rainer knackt. Nur ganz hinten am was ist das, der Salzveredler? An der Goldverarbeitung. Nee.
kurz vorm LKW-Shop. Hier beim HQ stand doch der. Ja, ja, alles gut. Bin ich aus dem Spiel rausgeflogen und wo ich wieder reingegangen bin, müsste ich mir den Schlüssel erstmal wieder besorgen. Wir haben nur eine Verfolgungsjagd gehabt und haben dadurch 2 Polizeifahrzeuge verloren, weil wir erschossen worden sind. Deswegen. Microphone activated. Sound alles muted. Microphone activated. Ah, ich kann. So, das denn jetzt? Keine Ahnung. Warum haben wir jetzt ein Heli eigentlich über uns? Wen gehört denn der? Master Chief, aber ich kann ja nicht anschreiben, er hat einen Klientenbug. Okay. Bei wem, was gehört Master Chief? Ein Heli da oben, der über Kavala fliegt. Achso, der fliegt da über Kavala. Da hinter dir, Vorsicht. Aber das am HQ. Ganz am Ende der Garage ist jetzt einer. Ja, die sind von links und rechts, links und rechts. Leider auch nicht hinten rum irgendwie, ne? Hab ihn! Ja, hab ihn getötet. Pass auf, da ist hier noch einer. Steht da hinten. Ich ergebe mich. Okay, Zugriff ergibt sich. Dann die Hände über den Kopf. Geh von rechts, nicht von links, geh von rechts. Kollegen sind auf dem Weg. Komm von hinter der Garage. Ich hab die Hände hinterm Kopf. Ja, ich beobachte sie trotzdem nur als Sicherheit. Schön gemacht. Schönen Tag, Herr Blobby. Schönen guten Tag. Auch, ich denke, du kannst jetzt auch herkommen. haben Sie auch einen Anwalt für mich, wenn Sie mich jetzt schon verhaften? Ich werde Sie jetzt erstmal in das Fahrzeug stecken und werden dann erstmal zum Revier mit Ihnen fahren. Ja, okay. Sehr gut. So, jetzt war mal ein bisschen Action hier. Ja, ist aufgenommen? Hat doch geschafft. Dann hat mir mein Fahrzeug zerstört. Ja, ich habe aufgenommen, richtig. ja, Ed Stark hat einen erschossen, wie man gesehen hat. Und der zweite hat sich dann schlagartig ergeben. Ich denke, er hätte dann auch gegen 3 keine Chance gehabt. Und somit erfolgreich die geplante Geiselnahme von Timo, wie sie eigentlich laufen sollte, vereitelt. Jetzt werden wir natürlich mit den festgenommenen Leuten ins HQ fahren. Oh! Nein, schon mal im Auto fahren. Ja. Hat mal zu zweit, ich will erstmal mein zweites Fahrzeug noch suchen, ob das hier in der Nähe ist. Dein zweites? Ja, das ist der Klaute, den ich jetzt gerade fahre. Und den zweiten haben die mir gerade geklaut wieder. Ach so. Weil ich aus Versehen nicht vergessen habe abzuschließen. Wir müssten nicht weit gekommen sein. Dann müsste ich mal mit. Ach, da steht er. Opa Rainer. Ich sehe den. Vielleicht kann er mir mein Hemd mitnehmen. Wir werden uns jetzt erstmal verabschieden hier von der Aufnahme und wünschen euch weiterhin viel Spaß. Bis dann. Ciao. So, ich melde mich zurück. Wir wurden eben gerade noch schnell zum HQ gerufen. Und zwar geht es um die Verurteilung der Geiselnehmer, der geplanten Geiselnehmer oder auch der Gangster überhaupt. Wir wollen natürlich noch erleben, was daraus geworden ist. Rum und dann sind wir beim HQ. Ja, und außerdem heißt die Blubby, ich heiße Bloody. Wir nennen sie jetzt um, wir tauchen sie jetzt um auf Blubby.
Blubby hat die schöne Arme. Ah, der Blubby wird die dann blubben. Geht ganz einfach. Genau. So. Ich gebe mal an den, der gefangen genommen hat, der darf auch die Ehre teilen, die Gefangenen. Weiter zur Arbeit. Also ich habe sie jetzt gar nicht verstanden, sie müssen mal ihre Zähne ein bisschen auseinandernehmen. Achso, haben sie mich gar nicht verstanden? Nicht wirklich, also sehr leise nur. Okay, dann Herr Martin, einmal dann bitte übernehmen. Ja. So, fangen wir mal an. Angefangen hat das ja mit einer Verfolgung. Wir haben sie gebeten, stehen zu bleiben. Sie sind einfach weitergefahren. Nächste ist, ich habe keine SMS gekriegt. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Der Kollege hat einen gekriegt, der ist Fahrer gewesen. Ihr Kollege hat eine Mitteilung bekommen, es war ja auch der Fahrer, Sie sind Mittäter. Ja. Wollt ihr das nicht weitermachen? Jetzt haben Sie mich nur festgenommen, weil ich Mittäter war, oder wie? Wir hätten Ihren Kollegen ja daran hindern können. Sie haben es ja mitbekommen, dass die Polizei hinter Ihnen her ist. Wird ja einen Grund gehabt haben. Ja, ist klar. Ich habe ja auch eine SMS rausgeschrieben, von wegen, dass sie sich entfernen sollen und wenden wir Gewalt an. Und das haben wir getan. Ja, aber Ihr Kollege, ja, aber Sie müssen sich ja auch absprechen, wenn Sie sowas machen. Oder sehe ich das falsch? Nee, ist richtig so, stimmt. Ja, dann hätte Ihr Kollege das direkt an ihn weitergeben sollen, oder Sie an Ihren Kollegen. Halt, stopp, da ist die Polizei, es wird wohl einen Grundteil haben. Halten wir mal lieber an. Gut, dann war das noch eine Schießerei. Da kommt natürlich da ein bisschen was zusammen. Jetzt habe ich den Strafkatalog da, ne? Weiß da jemand was dafür, Er hat jemanden getötet und so weiter, das kommt in den Knast. Das ist fahrlässige Tötung gewesen. Das ist Mord. Okay, dann haben sie Mord begangen, fahrlässige Tötung und, dafür steht Gefängnis. User left your channel. Ja, ist das jetzt eine Vormerkung? Alle auf meiner Liste. Also war das im Prinzip eine Ankündigung, dass sie ausbrechen wollen? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Seid einfach in der nächsten Folge dabei. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ciao.